Es müssen ja künftig hin alle Schülerinnen, sei es jetzt allgemeinbildende oder berufsbildende Schulen, eine vorwissenschaftliche Arbeit schreiben. Das ist Teil der neuen Reifeprüfung. Und da sage eben ich, das sollte man nicht in Word schreiben. Ja, das ist meine Empfehlung. Und viele wissen gar nicht, dass es zu Word überhaupt eine Alternative gibt. Ja, auch zu Betriebssystemen wissen auch viele nicht, dass es da noch mehrere gibt. Und daher im LaTeX, sage ich mal dazu, dieses LaTeX gibt es schon seit mehr als 30 Jahren. Das heißt also, bevor da irgendwo Microsoft oder sonst irgendwer auf den Plan getreten ist, konnte man schon mit LaTeX schreiben. Das ist eine uralte Geschichte. Stammt von einem Amerikaner, Donald E. Knuth. Das war einfach ein Wissenschaftler, der so sehr hohe Qualitätsansprüche an seine Publikationen hat. Das heißt also, das war gerade die Umbruchszeit eben vom klassischen Setzen eines Buches eben zur elektronischen Buchdruckerei. Ja? Und da hat er gesehen, es geht mit der Qualität seiner Publikationen bergab. Und der hat sich dann eben hingesetzt und hat gesagt, da schreibe ich jetzt ein eigenes Programm. Und das ist ein unheimlicher Bitzler. Das heißt, dieses LaTeX ist wirklich nahezu fehlerlos. Also Fehlerlose gibt es ja eh nicht. Aber wenn man einen Fehler findet, dann kann man ihm den melden. Und da bekommt man von ihm einen Scheck über einen Hexadezimaldollar. Ja, einen Hexadezimaldollar. Das sind 2,56 Dollar. Ja, das heißt, die Schecks werden ja nicht eingelöst, weil das hänge immer voller Stolz an die Wand, weil es zu schaffen, da hier bei Donald E. Knuth einen Fehler zu finden und auch in seinen Publikationen einen Fehler zu finden, ja, nicht nur in seinem Programm. Das heißt, er hat sich wirklich Mühe gegeben, da hier ordentliche Qualität zu liefern. Und wie schon gesagt, das ist ein Textsatzprogramm. Das bedeutet, ich brauche mich um die Formatierung meines Textes überhaupt nicht zu kümmern. Das ist der große Vorteil für die Schüler. Die brauchen sich volle Konzentration auf ihren Inhalt. Ja, das ist reiner Text. Und die Bilder dazu, Zitate dazu und wie wir dann sehen werden, wie hier der Editor eingestellt hat, mit Drücken der F1-Taste ist das fertige PDF da. Und mir hat also vor ein paar Monaten, der Markus kann es bestätigen, jemand angerufen, da soll eben eine Partnerin ihre Bachelorarbeit abgeben, schon seit Tagen. Und sie haben da irgendwo in der Fußzeile ein Problem, wo sie dann hinterher 6 Leerseiten haben und bringen das Problem nicht mehr weg. Ja, und irgendwie ist es dann doch wirklich nach langem Suchen und Probieren gelungen, da hier das wieder entsprechend zu korrigieren. Das heißt, dass ich den Word das sauber runterschreibe, grob runterschreibe, geht es eh. Aber wenn ich anfange hier zu verschieben und machen und tun, und das passiert ja gegen Ende der Arbeit, dass ich da heran, ja, und vielleicht noch Kapitel austauscht und dorthin und so, dann fangen die Probleme an. Und eben hier nicht, wie gesagt, ich schreibe reinen Text, wie wir sehen werden, und F1-Taste gedrückt und fertig. Der Live-Stick, ja, es gibt also eine Live-DVD vom Desktop for Education-Projekt, gibt es auch einen Live-Stick und dieser Live-Stick hat da hier oben diesen Ordner VWA. In diesem Ordner VWA gibt es einmal, das kann ich hier gleich sehen, einen Zitierleitfaden. Kolleginnen von mir haben sich also hingesetzt und haben eben, ja, einen Leitfaden erstellt, an den sich quasi unsere Schüler halten müssen. Also hier wirklich für die Schüler eine Handreichung, um zu sehen, dass er wirklich hier bei ihren Arbeiten dann korrekt zitiert wird. Das ist da hier drinnen. Und dann eben gibt es da hier VWA, das ist der Leitfaden. Ja. VWA. Ich mache das jetzt nur einmal in einem ganz normalen Texteditor auf. Und das Problem, das die Schüler haben, wenn sie sagen, ich schreibe das in LaTeX, ist einfach, dass sie hier die sogenannte Präambel da hier. Diese Einstellungen, das schaffen sie nicht. Ja? Das schaffen auch Dissertanten nicht. Ja? Daher gibt es an der TU Graz zum Beispiel
Da gibt es ein latech.tugraz.at, wo es also wirklich eine wunderschöne Einführung da hier in dieses LaTeX gibt. Ja, noch immer zu klein? Geht's? Größer ist noch besser. Die Sticks, ja, da muss ich dazu sagen, ich habe gestern Nachmittag begonnen, Sticks zu produzieren. Ich habe gestern schon 20 produziert, deren Inhalt also nicht das war, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe dann heute in der Früh auf den Klaus Knopper gehofft, ist etwas später gekommen, darum habe ich ihn gleich da hier abgezogen. Und wir sind gerade beim Kopieren. Das ist schon mal der zweite. Ja, Teil. Ja. Aber ich sage jetzt dazu, wir machen jetzt also einen Knoppig-Stick, einen VR-Stick. Also du machst ja die zwei Sticks, wir machen jetzt den einen. Im Prinzip ist ja der. Das heißt also, wir kommen jetzt doch hier. Geht. Okay. Die Idee bei dem Stick ist ja folgende. Der Schüler hat seinen Live-Stick, steckt den an und arbeitet an seiner VWA. Ja, kann in der Schule arbeiten, kann zu Hause, eben egal wo er ist. Eben, ist halt ein Patchwork-Familien, ist einfach beim Vater und beim Stiefvater und was ich wohl mal herumkrebst. Oder dann irgendwo beim Freund einmal, dass sie da zusammen irgendwas machen. Und dann komme ich gleich zur Datensicherung. Das heißt, er hat einmal seine VWA hat er am Stick. Die zweite Variante ist folgende, dass wir da hier in der Schule eine Cloud haben. Ich bin jetzt auf dem Knoppig-Stick, ja, und habe als virtuelle Maschine da hier den DFE-Stick gestartet. Das heißt, jetzt bin ich vom DFE weg. Jetzt gehe ich ganz kurz auf. Jetzt bin ich auf Knoppix. Und wenn jetzt ein Schüler schreibt, cloud.bgweiz.at, dann hat der Schüler von außen Zugriff auf seine Daten in der Schule. Greift also auf den File-Server in der Schule zu. Das heißt also, vom Stick einfach eine Sicherung da hier hinein. Dann hat er schon mal doppelt seine VWA gesichert. Und der dritte Schritt empfehle ich, dass der Schüler den in den E-Tresor schreibt. Ja? e-tresor.at. Das ist vom Bundeskanzleramt eine Geschichte, wo also jeder in Österreich wohnhafte Bürger, er muss gar nicht Staatsbürger sein, eben die Möglichkeit hat, einen quasi, das wäre eine Cloud-Lösung, nicht? Eine Cloud-Lösung, kostenlos, und da kann er seine VWA auch ablegen. Und ich sage immer, da muss Österreich eine ordentliche Zunahme erwischen, dass das nicht mehr geht. Ja, also das ist für mich wirklich die feuerfeste Geschichte, da steht wirklich ordentliche Institution, A-Trust dahinter, dass das da hier funktioniert. Und der große Vorteil ist noch, ich kann meine VWA hier per E-Mail an den Tresor schicken. Das heißt, wenn ich geschrieben habe, schreibe ich ein E-Mail an, also ich bei meinem Fall helmut.ber@itresor.at, ja, den kann ich mir dann einrichten, den Account, meine E-Mail-Adresse, und hänge da hinten meine VWA an. Also Attachment. Dann kommt es im E-Tresor in den Eingangsbereich. Das heißt also, da hier irgendwie VWA und verloren und irgendwas, das kann es nicht geben. Wenn er wirklich am Ende deiner Arbeit lokal speichert, in der Schulcloud speichert und dann noch auf dem E-Tresor. Das ist immer das Problem, das Stick geht verloren oder was auch immer oder zerstört. Also wenn er das beherzigt, der Schüler, dass er hier drei Sicherungen hat, sollte bis zum Ende absolut nichts passieren. Ein Problem habe ich noch, wenn ich an den E-Tresor schreibe, der akzeptiert nicht jede Dateiendung. Der akzeptiert, glaube ich, Excel-Sheets, der akzeptiert PDFs, das dritte weiß ich jetzt nicht auswendig. Ja, ist es an sich eh komplett wurscht,
Auf alle Fälle mache ich aus meinem Punkt TEX, das ist quasi meine Datei, die ich schreibe, schreibe einfach PDF hinten hin. Schicke das als PDF dorthin und wenn ich es wieder runterlade, ändere ich das PDF wieder auf TEX und dann habe ich es wieder. Also mit dem Trick der Dateiendung, die nicht dazu passt, aber akzeptiert wird, bringe ich das dort unter. Ja, ich habe es ausprobiert, es funktioniert. Ja. Also so gesehen wäre das die Tatsache. Der nächste Vorteil von LaTeX ist auch folgender, dass die Arbeit, wie wir sehen werden, im Plaintext vorliegt. Das heißt, reiner Text. Und ich habe das Problem, wenn ich wirklich eine Dissertation habe und möchte dann, was ich für das dann meinen Enkeln einmal zeigen, nicht? Dann müsste ich also den Rechner aufhalten, mit dem ich das verfasst habe. Ja, den muss ich mit meiner Dissertation irgendwo auch archivieren, damit ich die entsprechende Hard, Soft und sonst wer alles habe, um das wieder anschauen zu können. In dem Format, wie ich es mir damals geschrieben habe. Ne? Das kommt nur dazu. Und mit dem Plaintext kann ich immer was machen. Ne? Da kann ich mir eigene Programme dazu schreiben. Dann zum Editor noch. Ne? Ich kann jeden Editor, Texteditor verwenden. Theoretisch. Jeden. Und wenn mir keiner gefällt, dann kann ich mir selber anschreiben. Nicht? Ja, dann mache ich, was ich sehe, so mit Open irgendwas und schreibe dort ein und lese raus, kann ich mir selber einen Editor schreiben. Nicht? Also, schreibe ich halt mit Echo da irgendwas ein oder dazu hinten, wie auch immer. Das heißt, ich habe da hier absolut keine Grenzen. Nicht? Gut, dann gehen wir es an. Und zwar, wenn man vielleicht wer etwas mitmachen möchte, wir jetzt gemeinsam ganz kurz, um zu zeigen, ein kurzes LaTeX-Geschichtel schreiben. Beziehungsweise nicht schreiben, einfach nur Copy and Paste machen. Ja, keine Copy and Paste-Übung machen. Mehr, es ist nichts zum Schreiben, nur Copy and Paste. Dazu gehen wir bitte auf pair.sd/downloads. Da findet man, weil gestern die Frage war, wie man die Daten verteilt. Nicht? Ich habe eine eigene Domäne und da hier natürlich auf meine Server, da hier, es laufen da hier 16 Stück Schriftgrößer. Anleitung von der Regie. kann ich das natürlich alles machen. Da habe ich jetzt einen Ordner LaTeX, wenn wir da reinschauen. Da habe ich natürlich etwas ganz Fremdes drinnen, das Songbook von gestern, wenn das jemand haben möchte. Ja? Das liegt hier als PDF drauf, nur kurzfristig. Ja, ich lasse es einmal ein paar Tage drauf. Also wenn jemand das komplette Songbook haben möchte, dann kann man das hier runterladen. Bitte? Nein, kommt nicht auf die. Du hast jetzt die Chance, das auf deinen Knoppix-Stick draufzuladen. Dann hat dein Knoppix-Stick dieses Songbook drauf. Ja? Dann brauchen wir einmal für jetzt zum Arbeiten diese Demo.zip, die laden wir uns runter. Rechte Maustaste. Ja. pair.sd/downloads. pair.sd/downloads. Und dann in den LaTeX-Ordner gehen. Und dann laden wir auch gleich diese vwa.zip herunter, weil da ist die Vorlage drinnen, von der ich gesprochen habe. Das ist an sich eh nur die Geschichte, die den DVE-Live-Stick auszeichnet mit der VWA-Vorlage. Das heißt, wenn wir das auf den Knoppix-Stick drauf kopieren, dann haben wir quasi einen Knoppix-Stick mit VWA-Vorlage drauf. Ja? Also die beiden laden wir runter. Vielleicht legen wir einen neuen Ordner an. Im Knoppix-Ordner würde ich vorschlagen, legen wir einen Ordner LaTeX an. Oder VWA. Nehmen wir VWA. Das ist egal. Und in diesen VWA-Ordner kopieren wir das rein. Also die beiden ZIP-Dateien hier reinkopieren. Wenn wir das erfolgreich heruntergeladen haben, inklusive Songbook, dann gehen wir in den Dateimanager, links unten, das zweite Symbol von links,
links unten, zweites Symbol von links. Dann habe ich hier eben den frisch erzeugten VWA-Ordner, da gehe ich hinein und kann mit der rechten Maustaste sagen, hier entpacken. Es entsteht ein neuer Ordner mit dem gleichen Namen, mit der ZIP-Datei und dasselbe machen wir mit der VWA-ZIP. Das ist quasi der Ordner, der am Desktop Education Live Stick drauf ist. Den haben wir jetzt auf der Knopix, am Knopix Stick. Wir öffnen als nächstes den Ordner Demo. Die Geschichte. Ich gehe vielleicht auf eine Detailansicht. Ansicht. Bitte? Okay, das ist neu. Dankeschön. Und jetzt markieren wir alle Textdateien. Ja, kann man. Ah, das geht doch nicht. Wir sind gleich draußen. Du hast zu hohe Auflösung genommen. Aber das mit dem Markieren, du hältst einfach die Steuerungstaste gedrückt, ja. Gehst mit der Maus ja. Über das Ding drüber, musst, glaube ich, noch nicht mal klicken. Dem macht Shift. Oder so. Ja. Also alle Textdateien markieren. Dann rechte Maustaste, öffnen mit. Das haben wir uns auch gewünscht, mit Genie. Ich mache das mit der Genie auf, weil ich dann da hier eben mit so Reitern auf all diese Dateien ganz einfach zugreifen kann. Größere Schrift, bitte. Gut. Wir sind zehnmal so weit weg davon wie du. Im Prinzip brauchst du den Text runter gar nicht lesen. Ja, noch nicht. Okay. Also. Du kannst als Workaround einfach die Auflösung anders einstellen für den Beamer. Auf 1024. Dann, okay. Ja, danke. Dann brauchst du nicht für alles die. Mhm. Gut. Ah, passt schon. Ja, das ist einfach für die fünf Dateien. 1024, genau. Und damit du es auf dem lokalen Display auch noch sehen kannst, ja. Dann auch für LVDS1. Ja. Mhm. 1024, jawohl. Und aufs Häkchen klicken. Ja, genau. So, ist es so schon besser? Es ist besser. Besser, sehr gut. Gut, das heißt, jetzt haben wir mal für unsere Demo-LaTeX-Geschichte, wie gesagt, die Copy- und Paste-Geschichten einmal vorbereitet. Als nächsten Schritt starten wir einen Editor. Ja, einen LaTeX-Editor gibt es unendlich viele und ich habe mir eben für den TechMaker entschieden. Links unten auf diesen Anwenderstarter-Knopf oder Logo von LXD klicken und dann gehen wir ins Büro. Im Büro finden wir eben Schreibgeräte,
Schreibprogramme. Und da finden wir als drittvorletztes Programm diesen Tech-Maker. Ja, Tech-Maker. Dann gehen wir gleich einmal ins Ansichtmenü und deaktivieren diese Strukturspalte. Ansichtmenü, Struktur. Also für unser kleines Dokument brauchen wir nicht die Dokumentstruktur anzusehen. Also Struktur weg. Gut, dann wechseln wir zu Genie und kopieren uns das Grundgerüst einer LaTeX-Datei. Einfach alles kopieren, Steuerung C, zurückwechseln in den Tech-Maker, Steuerung V. So, bin schon angeschmiert. Ja, genau, ich habe da keine Datei angelegt. Danke. Ich muss eine neue Datei anlegen. Ja. Die speichern wir am besten gleich einmal. Datei speichern unter, speichern als. Und die geben wir in den VBA-Ordner. Gehen wir auf. Ja. Machen wir einen neuen Ordner. Ich schreibe Testordner hinein. Ja, Dateinamen. Schreibe auch test.tex. Lege einen neuen Ordner an und schreibe einfach test.tech. Ja, jetzt funktioniert es. Das wäre an sich das Grundgerüst eben einer LaTeX-Datei. Brauche eine Dokumentklasse. Ich gehe jetzt nicht näher ein, auf welche Klassen das ist. Ich kann den Prüfer schreiben. Beamer. Ja, Präsentationen damit machen. Ich kann auch Noten schreiben und so weiter und so fort. Und das eigentliche Dokument kommt eben da hier zwischen hinein. Und wie gesagt, eben für diese vorwissenschaftliche Arbeit ist eben da hier oberhalb von diesem Beginndokument eben schon alles vorbereitet. Ist mit dem 12 Punkt oben die generelle Schrift? Ja, genau, die kann ich dafür kann ich da schon einstellen. Ja, genau. Ja. Wird alles. Plus habe ich schon. Ansicht. Ah, das hat nicht funktioniert. Ich hab Windows M. Windows M? Ja. Super, der hat Windows. Super, super, super. Also. Das ist das super schön. Ich muss das anders. Du bist voll dabei. Ansicht. Ansicht, ja, okay. Aha. Danke. Ja, das werden wir so machen. 16. So, jetzt ohne Lupe. Zufrieden, Sven? Zufrieden oder zu klein? Ja, das ist schon mehr. Noch mehr? Es wird gleich mehr. Okay, nächster Schritt. Wir gehen wieder zurück in die Genie, suchen uns unseren zweiten 02 erster Textgeschichte. Ja, kopieren den ersten Text, Steuerung C, wechseln zurück in den Tech-Maker und eben wie gesagt zwischen Beginn-Dokument und End-Dokument gehört hier der Text hinein. Und jetzt werden wir als erstes also hier diesen Quelltext übersetzen. Hab da hier oben einmal schnelles Übersetzen. Wir öffnen dieses Fenster und wählen hier PDF-LaTeX aus. PDF-LaTeX.
erzeugen also damit jetzt ein PDF. Da links davon gibt es so ein Pfeilchen, wo man hier diese Übersetzung anstarten kann. Und dann PDF ansehen. Das ist Glück gehabt, dass das deutsche Makropaket nicht drin war, sonst wäre aus dem Apostroph S ein scharfes S oder sowas geworden. Okay. Jetzt haben wir die Umlaute ja da. Ja, aber die Umlaute fehlen. Ja, ja, weil das ist sehr bewusst. Also, okay. Sehr bewusst. Ich mische mich schon wieder ein. Na, passt schon, bedankt, man macht nichts, können wir interaktiv machen. Das wäre ja quasi meine Frage gewesen. Ja. Ich habe ja versprochen, dass das Ganze ja so perfekt ist und keine Fehler macht. Und dabei kann das Zeug nicht einmal Umlaute darstellen. Ja, wir müssen ja wissen, Donald E. Knuth braucht keine Umlaute, aber wir es schon. Daher fehlen hier die Umlaute. Daher gehen wir wieder zurück zu unserer Genie und gehen hier auf 03. Und da sind wir schon dabei, dass ich eben hier Einstellungen vornehmen muss. Dass da hier eben die Sachen richtig dargestellt. Ich kann das jetzt in der Kürze nicht alles, weil ich habe da noch zwei Vorträge, alles machen. Für die Schüler an sich, ja, die damit dann arbeiten, ist das völlig wurscht, weil in Word sehen sie ja nicht, wie das Word programmiert ist und was da wann, wo, wie tut. Ja, die sind einfach, und das ist eben durch die Vorlage alles fertig. Er braucht sich um das alles nicht zu kümmern. Ja, wenn, kann er schon machen. Daher, das kopieren wir wieder, Steuerung C, rüber in das Dokument. Und da hier jetzt kommt das unterhalb von Dokumentklasse hinein. Unterhalb von, das ist nicht Text, den wir schreiben, sondern das sind Einstellungen, die wir brauchen. Wenn wir es jetzt wieder übersetzen, dann sollte. Also haben wir bereits Umlaute da. Also an dem scheitert es nicht, ja. Das ist so perfekt angepasst, auch an die europäischen Verhältnisse. Also wie gesagt, diese Sachen oberhalb von Beginn und End, das braucht die Schüler auch nicht zu kümmern. Ich zeige es nur jetzt eben nochmal kurz her, dass man eine Idee hat, was da hier in der Präambel so drinnen stehen kann. Zurück zur Genie, unser 04. Den Text kopieren. Ah, darunter habe ich schon, ja, also nicht das Ganze kopieren, da habe ich noch eine Einstellung auch noch drinnen. Also nur den Text kopieren, Steuerung C, in den TechMaker hinein und einfach unten anfügen. Und wieder übersetzen und das PDF ansehen. Ich mache jetzt noch Folgendes. Ich gehe in den Dateimanager, gehe zurück in meinen Ordner. Ja, da bin ich. Also ich habe es VWA getauft. Wir sehen da hier, dass beim Übersetzen einige weitere Dateien erzeugt wurden. Das, was wir bearbeiten, ist diese VWA-Tech und so weiter. Was ich jetzt machen möchte, ist, dass wir diese VWA-PDF, die erzeugt wird, mit einem anderen Programm, mit dem Okular öffnen. VWA-PDF öffnen mit Okular. Aha, das war jetzt das Falsche. Das ist schon eine fertige Geschichte. Na, das passt schon so. Passt nicht. Falsch. Ja. Ja, okay, danke. Danke, danke. Ich bin der falschen. Ja, ich bin der falschen Ort. Da ist es in dem Ort und vorhin haben wir es da. Und die ganzen Testdateien. Da sind es. Da sind es, okay, ja, danke. SPD, danke. Da sehen wir das Ganze etwas besser und vergrößern kann ich es auch. Und jetzt wird mir sagen, da hier mit diesen ganzen Absatzgeschichten bin ich nicht zufrieden. Ja.
So, hier wird also beim neuen Absatz eingerückt und das will ich so nicht haben. Das sind quasi die Amerikaner machen das so, dass sie da hier einrücken. In Europa machen wir das anders. Daher gehen wir zurück zu Gini und daher bei dieser Document-Class kommen eben noch Einstellungen dazu. Und zwar dieses Par-Skip-Half. Ja, dieses Par-Skip-Half kommt dazu, dass eben bei Absätzen dann eben wirklich so eine halbe Leerzeile erzeugt. Können wir kurz reinschauen? Ja, gerne. Das geht dann an den Autor von Gini, den Frank. Okay. Okay, also nur diesen Teil kopieren wir raus mit dem Par-Skip bis gleich ein halb. Und das fügen wir da oben eben in der Document-Class ein. Okay, da kann ich also viele Parameter oben angeben. Also Par-Skip ist gleich half hier rein. Übersetzen das Ganze wieder. Und wenn wir jetzt auf Okular gehen, brauchen wir nichts refreshen und das passt so. Also die Einrückung oben ist einmal weg. Und dann haben wir hier gesagt, ein neuer Absatz soll hier entstehen. Dieses Prozentzeichen davor heißt Kommentar. Das heißt, das ist Kommentar. Und wenn ich in LaTeX einen neuen Absatz haben möchte, dann mache ich eine Leerzeile. Mit Leerzeilen erzeuge ich einen neuen Absatz. Und meinen Schülern habe ich immer schon seit Jahrzehnten verboten, daher mit Absätzen sozusagen ihr Dokument zu formatieren. Das heißt also, eine Absatzmarkierung war erlaubt, eine Leertaste war erlaubt. Und da werden wir hier sehen, wenn ich da hier so wie in Word versuche weiter runterzukommen, wird es mir nicht gelingen. Ja? Und dasselbe gilt auch, wenn ich da hier die so formatieren, das war jetzt falsch, mit Leertasten, wird auch nur eine genommen, so wie ich es immer schon gesagt habe. Ja? Das hat keinen Einfluss. Eine Leertaste wird genommen, eine Absatzmarke wird genommen und ich kann tun, was ich will. Ich werde so nicht formatieren können wie in Word. Das wird mir nicht gelingen. Ja, wenn wir das jetzt übersetzen, sehen wir also, da ist also wirklich nichts passiert. Ja, wir haben also jetzt mit diesem Par-Skip gleich ein Half eben wirklich einen Abstand erzeugt von einem Absatz zum anderen und jetzt schaut es eben so aus, wie es wir in Europa gewohnt sind, dass unsere Texte ausschauen, eben mit dieser Absatzgeschichte. Und eben wirklich nur so möglich. Zurück zur Gini. Gehen wir auf Überschriften. Wir werden sehen, die Überschriften werden dann nummeriert sein und keine Punkte haben. Es wird eins stehen und nicht erstens. Wenn dann jemand unbedingt erstens haben möchte, den Punkt, dann muss er oben in der Dokumentklasse einen weiteren Parameter einfügen und hier Numbers ist gleich Enddot dazu schreiben, wenn ich das haben will. Aber es kommt immer wieder die Frage, wie bringe ich da diesen Punkt hinein. Also ich lasse das so, wie es ist, kopiere also nur diese beiden Section- und Label-Geschichten und schreibt das eben hinein. Und das schreiben wir jetzt da hier am Beginn unseres Dokumentes. Also nach Beginn Dokument schreiben wir da hier unsere Section. Das heißt, damit erzeuge ich eben einen neuen Abschnitt. Und der wird auch nummeriert. Zusätzlich kann ich in diesem Abschnitt noch eben einen Label geben. Das brauche ich dann später, um auf diesen Absatz zu referenzieren. Übersetzt das Ganze wieder im Okular betrachtet, schaut das eben so aus. Und ich muss mir da hier um irgendwelche Abstände und Schriftgröße und Schriftauszeichnung und nicht kümmern. Das ist so vordefiniert. Und eben wirklich, da steckt eben Buchdruckkunst drinnen. Ja? Buchdruckkunst. Ja? Die in Word, wage ich zu behaupten, nicht drinnen steckt. Ja, das haben andere. Also die haben keinen Buchdrucker gefragt, wie das geht. Ja. Überschrift nimmt er automatisch an, eine Schriftart. Ja, ja.
Das kannst du natürlich in deiner Präambel alles verstehen, nicht? Das kannst alles umbauen, wie du es haben möchtest. Aber einfach vom Grundkonzept her ist es Buchdruckkunst, das steckt da drinnen. Und ich muss nicht hergehen und die Buchdruckkunst für mich neu erdenken, ja, das ist schon gemacht. Also so einfach kann ich da hier mal Kapitelüberschriften erzeugen. Gehen wir dann weiter zu unserer Über-6-Geschichte. Das wären dann Aufzählungen, die ich machen möchte. Das kennen wir ja eben vom Programmieren, da habe ich immer irgendwo einen Beginn und dann irgendwo so ein Enddeck. Ja? Und dazwischen drin spielt sich irgendwas ab. Nicht? Wir sehen hier, dass eben eine geschachtelte Aufzählung ist. Nicht? Kann in der Aufzählung plötzlich wieder eine Aufzählung beginnen und kann damit Aufzählungen schachteln. Zurück. Das hängen wir jetzt ans Ende unseres Dokumentes dran, vor dem Dokument. Also Enddokument, rein mit dem Ding und übersetzen und schauen es uns im Okular an. Und ist schon da. Eben eine Aufzählung, eine geschachtelte Aufzählung. Zurück zur Genie. Ja, ich kann das Zeug dann natürlich auch nummerieren. Ja, dann schreibe ich ihm hier Beginn Enumerate hin. Das ist 3:45, wäre ein bisschen mit Spurten. Dann, der große Vorteil von der Geschichte ist eben, wenn ich eben naturwissenschaftliche Arbeit schreibe, ja, dass ich hier einen wunderschönen Formelsatz habe. Ja. Aber ich habe gesehen, das Word 2013 ist auch gut, was jetzt Formelsatz anbelangt. Ja, also das, da haben wir schon wirklich schöne Sachen gemacht. Ja. Aber das war lange nicht so. Das heißt also, wenn ich da hier Formeln und dergleichen einfügen möchte, dann brauche ich eben hier weitere Pakete. Das heißt, es ist alles sehr modular aufgebaut. Das ist nicht so ein Word, dass einfach alles, was es gibt, da ist, ja, wenn ich einschalte. Hier einfach ein Paket nach dem anderen, was ich brauche, lade ich hier dazu. Ja, ich muss nicht das so ein Riesending da hier verwenden. Also Use Package, das kopieren wir mal rein. Unterhalb von diesen, ja, einfach beim nächsten Use Package anhängen, kommt da in die Präambel hinein, wo ich eben in der Lage bin, dann eben mathematische Formeln zu generieren. Das ist AMS, kommt von American Mathematics Science, einfach so eine Society. So, Entschuldige, danke. Society, ja genau. Die einfach da hier solche Pakete zur Verfügung stehen oder wie auch immer. Gut. Die Fort hätten wir, dann gehen wir wieder zurück zur Genie und nehmen hier diese Section Mathematik gleich einmal, alles was da so ist. Ja, das nehmen wir gleich alles mit. Das hängen wir unten dazu einfach. Vor dem Enddokument hängen wir das dazu. Übersetzen das Ganze und haben schon die ersten Fehlermeldungen, weil jetzt irgendwas fällt. Das sieht man gar nicht. Was fehlt? Das sieht man bei dem Fahrradzeichen. Ja, lieber. Das heißt also, ich muss da hier solche mathematische Ausdrücke, vereinfacht gesagt, hier zwischen zwei Dollarzeichen reinschreiben, dass eben als mathematischer Ausdruck interpretiert werden. Ich hoffe, dass das passt.
Da sehen wir also hier mit unserer Section, haben wir eben da hier eine weitere Kapitelüberschrift geschrieben, wird richtig nummeriert. Und wenn man dann genau schaut, haben wir dann da hier Subsection geschrieben. Ja? Und noch einmal Subsection, das erzeugt eben da hier Unterpunkte. Ja? Section, Subsection. Kann noch weiter drunter gehen, Sub, Subsection. Ja? Und dann sehen wir eben hier die Formeln. Matrizen und so weiter und so fort. Dann Querverweise. Das heißt neue Abschnitte da hier, Subsection. Und dann da hier, sehen wir da hier, dass man hier eben referenzieren kann. Da haben wir irgendwo einen Label mit einleitenden Worte und dorthin können wir referenzieren. Weiters können wir auch auf Gleichungen, ja, die Gleichungen haben ja auch einen Label bekommen, Equation 1 und 3, und kann hier Bezug nehmen auf diese Gleichungen. Markieren den ganzen Text, Steuerung C. Rein wieder in den Übersetzen. Da sehen wir also im Abschnitt 1. Ja, die Referenzierung auf den Abschnitt 1 und dann hier Referenzierungen auf die Gleichung 1 und 2. Das wären die beiden Gleichungen, die hier also einen Label haben. Das nächste Thema wären Bilder. Da brauche ich wieder ein neues Paket, um Bilder einzubinden. So, das nächste wäre, ja, schauen wir uns euch da an, dass ich das Bild da hier in Relation zu meiner Textbreite hier habe. Von meinem Dokument in der Textbreite nehme ich also hier nur 10% für das Bild weg. Kann auch absolute Zahlen hineinschreiben. Ja, also kann also hier in Relation zu meiner Textbreite da hier das reingeben. Hier dahinter steht der Dateiname ohne Endung. Die Endung ist nicht notwendig. Natürlich sind nicht alle Endungen erlaubt. Ja, PDF, PNGs und das funktioniert. Das ist ein Logo PDF. Der große Vorteil ist eben, dass das eben dann skalierbar ist. Ja. Verlustfrei. PDFs sind skalierbar. Und das muss man nur schauen, dass im gleichen Verzeichnis wie unser Dokument auch dieses Logo ist. Ich muss ich nur Logo suchen gehen. Gehe also in den Dateimanager und in dem Demo-Ordner BEAR finde ich da unten dieses Logo von der TU Graz PDF. Ja, das müssen wir doch in dasselbe Verzeichnis geben, damit es gefunden wird. Oder wir geben einfach das Verzeichnis mit an. Das geht auch nicht. Kopiere also. Und was haben wir da?
Also das Bild in das gleiche Verzeichnis. Jetzt übersetzen wir. Sollten wir also hier auch das Bild eingefügt haben. Und wie man sieht, ich habe also bis jetzt noch keine einzige Formatierung vorgenommen. Nicht? Das ist eben Textsatzprogramm. Das übernimmt alles, dieses Textsatzprogramm. Geht's nicht? Das, was wir ausgepackt haben, dieses Demo-Bär haben wir ausgepackt. Da muss es irgendwo drinnen sein. Gefunden? Ich habe einen neuen Ordner angelegt, ich habe es VWA getauft, wo wir es ausgepackt haben. Ah, falsch. Gut, dann weiter zur Genie. Der große Vorteil ist jetzt auch eben, dass sich da hier sofort ein Inhaltsverzeichnis erstellen lassen kann. Ja, Table of Contents. Aufgrund meiner Sections und Subsections und Subsubsections macht er mir hier das Inhaltsverzeichnis. Also am Anfang der Datei Table of Contents übersetzen. Ich habe also. Ja. Wir sehen also, wir müssen hier zweimal kompilieren, zweimal übersetzen, damit das wirksam wird. Jetzt hätte ich mein Inhaltsverzeichnis da. Jetzt muss ich einen ganz kurzen Exkurs machen. Es gibt auf alle Fälle auf der Website vom Ministerium, offiziellen Website zur VWA, ein Beispieldokument eines Kollegen in Word geschrieben, wo der Punkt 2.2 fehlt. Der fehlt, ja. Also da habe ich geschaut, ich habe das versucht mit LaTeX nachzubauen, wie es dann vergleichsicher, hey, da fehlt der Punkt 2.2. Also Word hat den einfach, ja, steht so dort. Also ich kann mich in Word nie darauf verlassen, dass das stimmt. Also ich möchte meine Arbeit nicht schreiben und nach dem letzten Mal irgendwas ändern, nachprüfen müssen, ob jetzt im Inhaltsverzeichnis die Seitenangaben alle passen. Ja, ich muss dann schauen, ist das alles richtig? Das ist nicht immer richtig, ja, in Word. Ja. Und gerade am Schluss noch, je umfangreicher meine Arbeit ist, ich müsste jetzt mal wirklich nochmal schauen, passt das alles? Wäre Aufgabe von Word, dass das richtig macht, aber macht es nicht. Und da hier kann mir wirklich, ich sage zu 99,9% annehmen, dass das passt, die Nummerierung passt, nicht? Dass das alles passt. Gut, dann zurück nochmal zur Genie. Ah, ja, haben wir jetzt noch keinen. Das nächste wäre noch sogenannte Gleitobjekte. Das heißt, wenn ich Bilder einfüge, so kann ich dem Textsatzprogramm überlassen, wo die platziert werden. Ich kann natürlich auch eingreifen, dass es dorthin kommt, rüber. Das geht natürlich auch. Aber ich kann es LaTeX überlassen, wo die Bilder hinkommen. Das sind sogenannte Gleitobjekte. Das schaut dann eben so aus, mit dem Begin Figure und End Figure. Hier eben die Diokrats in einer anderen Größe, eben als Gleitobjekt. Ich meine, jetzt sieht man die nicht, dass da hier plötzlich was anders machte. Aber wenn ich ein umfangreiches Dokument habe, kann ich durchaus einmal versuchen, das LaTeX eben da hier so positionieren zu lassen, wie es glaubt. Und wenn es mir nicht passt, kann ich jederzeit eingreifen.
Ja, das nächste wäre noch Tabellen. Schreibe also Beginn, das ist Tabular. Dahinter schreibe ich hin drei Buchstaben, das heißt, es wird eine dreispaltige Tabelle werden, wobei in der ersten Spalte rechtsbündig ausgerichtet wird, der mittleren Spalte linksbündig und in der rechten Spalte wieder rechtsbündig, dritten Spalte rechtsbündig. Okay, also Tabellen sollten auch nicht das große Thema sein. Und damit wäre an sich schon fertig, es ist eine Minute vor 12. Und ich möchte damit eben nur gezeigt haben, dass es eine Alternative gibt für die Schüler, dass wir sie ihnen einmal zeigen sollten. Ja, und dass eben über die Webseite von TU Graz da hier das drinnen ist. Noch einmal LaTeX TU Graz. Im Prinzip habe ich nichts anderes gemacht, als in der Website drinnen steht. Ja? Also diese Beispiele sind alle aus der Website. Ja? Und zwar da hier unter Tutorial und Fortgeschrittene. Das ist wirklich alles wunderschön genauer noch beschrieben. Und ich denke mir, wenn ein Schüler in Word das schreiben möchte, muss er unheimlich gutes Word-Wissen auch haben, dass er das so hinbringt, wie es sein soll. Und da hier, wenn ich mir das anschaue, was muss er wissen? Section, Subsection muss er wissen. Da muss er wissen, wie man Bilder einbindet. Ja, das Zitieren habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ja? Ein Befehl mit Cite und Footcite, dann hat er eben zitiert. Eine weitere Geschichte, die zeige ich noch ganz kurz her, das wäre... generell zum Beispiel Schriftart ändern oder sowas. Ja, muss man in der Präambel einstellen. Aber mit der Vorlage, wie wir sie haben, ja, das hat eben ein Kollege betreut, das von der TU Graz. Das ist auch nichts anderes, da steht sehr viel drin in der Präambel, weil das eben von der Dissertationsvorlage abgeleitet ist. Er pflegt die Dissertationsvorlage, die wird gepflegt und nicht alle Unterkategorien werden gepflegt. Man leitet alle anderen von dieser Stamm-Dissertationsvorlage ab, auch diese Geschichte. Und das ist, ja, im wissenschaftlichen Arbeiten haben die Schriften so festgelegt und da denke ich gar nicht nach drüber. Ja. Was mich nur stört, ist die Schriftart mit Zerrieben. Okay. Weil das wissenschaftliche Wissen ist, dass die schlechter lesbar ist und die sollte man nicht mehr nehmen. Okay, ja. Also das ist vielleicht noch ein bisschen schon verwaltet, aber okay. Bei mir gibt es auch im KB Abzüge, wenn Schriftart mit Zerrieben okay. Ja. Was mich da ohne Zerrieben möchte. Ein Schriftart ohne Zerrieben sollte man verwenden. Ist viel besser lesbar. Wirst du nicht ohne Zerrieben zwischen Computer und Buch? Ich will das aufklären, aber es gibt eigentlich nur von Bildschirm. Du kennst, dass es auch für Bücher gibt, Bilder machen. Das hast du aber meistens schon verwendet. Für die ist es lieber mit Zerrieben, aber mit E-Book und so. So die meisten Zeitungen sind auch mit Zerrieben drin. Also kurz nochmal zusammengefasst eben, ich denke mal, das was ich da geschrieben habe, ist für einen Schüler nicht der große Auftrag. Bilder, Gleichungen und dergleichen eben zu erstellen. Das ist nicht der große Auftrag. Und wie gesagt eben, man kann also da hier den Editor, der ist so eingerichtet, bei euch ist er nicht so eingerichtet, wie er sein soll, das zeige ich auch noch jetzt wirklich als letztes, da bin ich still her. Muss ich meinen Kuh immer starten? Jetzt bin ich wieder
auf den DFE Live-Stick und in den Optionen gibt es TechMaker konfigurieren. Optionen TechMaker konfigurieren. Da habe ich beim Übersetzen, das schnelle Übersetzen, das kann ich mit der F1-Taste machen. Ja? F1-Taste macht das schnelle Übersetzen. Und da hier steht Folgendes drinnen. PDF LaTeX, %.tech, also unser File, das wir hier in Arbeit haben. Noch einmal PDF LaTeX, das heißt, wird zweimal übersetzt, das habe ich auch nicht gesagt. Das heißt, beim ersten Übersetzen haben wir gesehen, es stehen ja weitere Dateien. Da werden jetzt einmal Indizes hineingeschrieben. Und beim zweiten Übersetzen wird dann aus diesen Dateien das im Dokument eingefügt. Darum haben wir also in einem Übersetz stimmen die Zahlen noch nicht, sind noch nicht da, stehen noch nicht parat. Beim ersten Mal Übersetzen kommen sie in der Datei, die entsprechenden Werte, die da entstehen. Und beim zweiten Übersetzen werden sie eingefügt. Daher muss ich das einmal zweimal übersetzen. Der dritte Schritt, wenn ich dann eben da hier meine Zitate habe und die Zitate einfügen möchte, dann ist hier dieses Biber. Das heißt, muss ich es einmal mit Biber kompilieren, also Biber drüber laufen lassen und am Schluss noch einmal PDF-LaTeX. Also zweimal PDF-LaTeX, Biber, noch einmal PDF-LaTeX und ich habe hinten geschrieben, dann Okular. Dann sagt er mir es gleich am Okular, also auch gleich das PDF richtig an. Ja, das heißt, F1 gedrückt, führt also hier diese, aber das könnt ihr sehen, Nachstand, das ist eh da drinnen in meiner Vorlage. Nein, ist nicht drinnen. Die Einstellungen von PDF, also TechMaker sind nicht drin. Also da hier muss ich also zweimal übersetzen, Biber und noch einmal übersetzen und dann eben, so wie bei mir, Okular. Dann habe ich wirklich, wie gesagt, auf F1 gedrückt, meine fertige VWA. Und gezippt. Ich habe die Unterverzeichnisse nicht mitgezippt. Nein, die muss ich noch nachliefern. Es sind hier die Unterverzeichnisse leer, sehe ich gerade, ich habe mit meinem Zippbefehl, das habe ich heute alles noch schnell machen müssen, die Unterverzeichnisse nicht mitgemacht und schon die leer. Es gibt ein Literatur-BIP. Schauen wir mal da hinein, da was drin steht. Ja, also die Literatur, die für meine Arbeit verwendet wird, die steckt in der Datei Literatur-BIP drinnen. Und zwar eben mein eigenes Format. Und ich kann im Internet nachschauen, meine Literatur suchen. Dann habe ich Auswahl, verschiedenste Formate. Das klicke ich dann an. Und diesen Block dann, den hole ich mir direkt aus dem Internet. Copy and paste, setze den da rein. Das heißt, ich brauche überhaupt kein ISBN, gar nichts tippen. Ja, das gibt es alles im Internet vorrätig. Ja, such mein Buch, sag, dieses Format brauche ich da hier für Biber. Und stecke das da rein und passt. Und dann mit dem Zitieren werde ich hier die entsprechenden Sachen alle rausgenommen, die ich brauche und das passt. So, jetzt höre ich auf. Dankeschön, Mahlzeit. Okay.